Zauber der Blasmusik. Vielfalt, Vielfalt aus Tradition. So frenetisch werden die Fegerländer gefeiert bei ihren Auftritten. Walter Grechenig leitet die Kärntner Partie mit steirischer Unterstützung und eine dieser Säulen ist heute bei uns in Zauber der Blasmusik zu Gast und stellt uns die jüngste CD der Fegerländer bei seinem Besuch mit vor. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Mitglied der Fegerländer bei mir habe, der Jürgen Brunner. Wir haben uns ja gar nicht so lange erst einmal gesehen, es ist ein paar Wochen her. Da war es vor dem Konzert mit dem Musikverein Stadtkapelle Mura, wo du auch mitspielst. Du hast anscheinend so viel Zeit, dass du noch eine große Partie die antun kannst. Die Fegerländer, eigentlich eine Kärntner Partie, aber anscheinend sind die steirischen Trompeter natürlich überall gefragt. Ja, servus, danke für die Einladung. Ja, die steirischen Trompeter sind Land auf, Land ab gefragt, natürlich, aber natürlich auch aus den anderen Bundesländern. Also wie kommst du dazu, dass ich als Steirer da überhaupt dabei bin? Ich war 2004, 2005 bei der Militärmusik Kärnten in Klagenfurt und da habe ich den Leiter der Fegerländer kennengelernt, den Walter Grechenig. Und ja, da ist der Kontakt eigentlich immer aufrecht erhalten blieben, einmal mehr, einmal weniger. Und vor 3 Jahren circa ist er an mich herangetreten und hat mich gefragt, wie schaut's aus, möchtest du nicht mitmachen, fix? Und ich habe mich dann nach einer sehr kurzen Bedenkphase dazu entschlossen, dass ich dabei bin, weil das einfach eine super lässige Gruppe, eine Band ist und auf einem sehr hohen Level spielt. Und ja, das macht einfach irrsinnig Spaß, mit den Leuten dort zu musizieren. Da haben sie jetzt sehr, sehr sittsam geklungen, die Fegerländer, bei dem Stickl Tanz mit mir von Johannes Grechenig. Die Fegerländer kennen aber auch anders. Jürgen Brunner, würdest du die Fegerländer als eine klassische böhmische Partie bezeichnen? Nein, es ist eine typisch böhmische Partie, ist natürlich alles, was man so aus dem tschechischen Raum kennt, mit von Vlado Kumpan, Gloria und so weiter. Und unser Klang, Richtung geht eher so in die Ernst Mosch Richtung und auch natürlich eigene Kompositionen und wo wir quasi so ein bisschen einen eigenen Stil und eine Klangfärbung kreieren wollen und auch moderne Titel sind natürlich auch am Programm und was auch ganz ein wichtiger Punkt ist, wir versuchen möglichst eigene Kompositionen zu spielen. Natürlich ist das, wenn man jetzt einen ganzen Abend musiziert mit, wo man nahezu 100 Titel braucht, ist das dann schon schwierig, dass man alles eigene Stücke dann aussucht. Aber wir versuchen eben wirklich Kompositionen von Kärntner Komponisten oder von den Komponisten, die selber dabei sind. Also vor allem vom Walter Grechenig und seinem Bruder. Die haben ganz gute Ideen und auch von anderen Musikern, die dabei sind. Christoph Klanschneck, der hat mir da jetzt ins Auge hupfen. Mein Leben ist die Blasmusik, das trifft auf euch alle sowieso zu. Genau, Christoph Klanschneck ist ein Kärntner Tenorist und Posaunist, hat am Landeskonservatorium Posaune studiert und der war da bei der XX-Latsch-Besetzung dabei und ja, in seinen Adern fließt Musik und vor allem auch böhmische Blasmusik. Das ist ihm, glaube ich, auch von seinem Papa mitgegeben worden, mit ihm zusammen oder vielmehr der Christoph mit seinem Papa bei den Erzberg-Musikanten auch gespielt hat. Ja, und wie der Titel schon sagt, mein Leben ist die Blasmusik, ist eine wunderschöne Egerländer-Polka, möchte ich bald sagen, mit gesungenem Trio und die geht einfach irrsinnig ins Herz.
so weißt du, was die Seele schmückt. Es ist die schöne aktuellen Live-CD der Fegerländer. Die Wiedehopf-Polka wurde es von den Grechinek-Brüdern geschrieben für die Fegerländer, die seit 15 Jahren plus beieinander sind. Jürgen Brunner, einer der Trompeter der Fegerländer, ihr wolltet das ja auch schon feiern. Jetzt holt's das noch. Wie genau wird das geschehen? Ja, als Ersatz haben wir uns gedacht, wir werden einfach unser diesjähriges Programm, das wir sowieso spielen in Deutschland, Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich, Steiermark und in Kärnten sind wir auch des Öfteren natürlich unterwegs in der Heimat der Partie. Ja, und wir werden als Ersatz quasi, haben wir unser diesjähriges Programm, unser Jubiläumstour quasi getauft, weil es nicht absehbar ist, dass wir im Sommer ohne Auflagen irgendwie eine große XX-Large-Gala oder so irgendwas in der Richtung durchführen können. Jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht warten wir einfach nur ein bisschen ab und warten wir mit der Planung noch, bis man dann wirklich abschätzen kann, dass man das ohne Auflagen und ohne finanzielle Verluste durchziehen kann. Und bis es heißt, Daumen hoch, es kann alles wieder losgehen. Und Daumen hoch heißt jetzt auch das nächste Stickel vom Walter Grechinek, vom Bandleader der Fegerländer selber geschrieben. Da hören wir jetzt rein. Jürgen Brunner von den Fegerländern ist nach wie vor bei mir. Jürgen, du hast schon erwähnt, ihr nehmt euch Anleihen beim großen Vorbild Ernst Mosch. Das heißt, es spielt schon auch die Show, also das Auftreten, eine große Rolle und nicht nur der musikalische Genuss beim Auftritt. Ja genau, also das ist ein ganz ein großes Thema, wo wir jetzt auf Feste auftreten oder beim Konzert auftreten, dann schauen wir, dass wir wirklich die Nähe zum Publikum, also in wirklich interagieren mit dem Publikum. Und da gehört es dann natürlich dazu, dass du einmal vorne auf die Bühnenkanten ausstößt beim Spielen oder sogar ins Publikum mitten reingehst oder wie es bei den Festen so üblich ist, dass man einmal so richtig frech auf dem Tisch aufsteht und ein bisschen mit schunkelt und die Leute so noch mehr in die Richtung zum Mitmachen bewegt. Und das sind ganz, ganz tolle Erfahrungen und Stimmungen, die da dann entstehen. Grenzenlos hat das Stück geheißen. Die Fegerländer haben wieder gespielt. Musik und Arrangement, Peter Leitner. Arrangement, auch so ein Thema. Natürlich das selber arrangieren, ein Stück so zu herrichten, dass es wie ein Maßanzug für eine Partie sitzt. Das ist auch etwas, was die Fegerländer praktizieren. Genau, also die Musiker, was komponieren und die Arrangements selber machen, haben natürlich ein irrsinniges Gespür für die Gruppe selber, wissen genau, was jeder Musiker gut kann, was seine Vorzüge sind und schneiden das wirklich wie einen maßgefertigten Anzug auf die Partie zu. Und da haben wir eben ein paar Koryphäen bei den Fegerländern dabei. Der Walter Grechinek und der Hannes Grechinek. Und von mir wird in Kürze auch ein Arrangement zu hören sein. Das werden wir dann bei der nächsten CD vielleicht zu Gehör kriegen. Den wir dann wieder vorstellen dürfen, hoffentlich. Jürgen, wann können wir die Fegerländer voraussichtlich das nächste Mal live erleben? Ja, also starten werden wir unsere Saison am 23. April. Das ist allerdings nicht so ganz gleich um die Ecke. Das ist in Neresheim-Elchingen in Deutschland.
Das nächste Mal, wo wir in erreichbarer Nähe sind, das ist am 5. Juni und zwar in Rennweg über den Katschberg drüber. Da ist ein großes Fest, das Pfingstfest, und da werden wir das erste Mal dann in Österreich spielen das Jahr. Viel Erfolg und komm's gut heim immer. Dankeschön für die Einladung, danke. Und mit dem Astronautenmarsch spielen uns die Fegerländer aus dieser Sendung. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Zauber der Blasmusik mit Paul Reicher.